Moin Moin, ein, zwei Worte von mir einmal zu dieser Corsair-Tastatur. Das ist das gute Stück. Bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ganzen. Wir haben hier diese Handballenauflage, fangen wir doch damit an. Die wird einfach nur gesteckt. Dadurch sitzt das Ganze fest, rutscht nicht hin und her, ist nicht mühsam zu fixieren, kann aber auch schnell weggenommen werden. Das Ganze ist, ja, ich würde sagen, so eine Art Hartplastik mit so ein bisschen leichtem Rubber-Effekt hier auf diesen zwei Flächen. Das fühlt sich ganz gut an. Ansonsten haben wir hier die Tastatur, die relativ leise ist und hier so eine extra Beschichtung auch auf der Leertaste hat, wenn man das einigermaßen sehen kann. Die zu einer riffeligen Oberfläche, im Vergleich zu den anderen. Man könnte auch mit den Extra-Tasten, die bei sind, WASD, die auch noch in Silber und auch diesem Effekt hochheben, fand ich aber nicht so ansprechend. Ansonsten haben wir hier oben so ein kleines smartes Rad für Media mit sämtlichen Knöpfen. Man kennt es mittlerweile ja auch, ist relativ standardmäßig, aber mit diesem Rad ist das ein ganz nettes kleines Gimmick, was auch gut und einfach funktioniert. Hier oben haben wir einen USB-Anschluss, wenn wir den denn benutzen. Ich habe jetzt meinen Dongle für die Maus da drin. Das ist soweit alles einwandfrei. Und dann haben wir hier oben in der Ecke noch die Tasten für die Beleuchtung. Da können wir auch Sachen hinzufügen mit der Software, die dann auf der Tastatur gespeichert werden. Bis zu 5 Profile können wir hier drauf haben und die dann abrufen. Und wenn ich hier drauf drücke, kann ich das dann jeder sollte einfach ändern. Ich denke, man sieht das hier auch ganz schön. Ja, das sind die drei Standarddinger, die hier vorgegeben sind. Das reicht für meine Zwecke tatsächlich. Ich finde das so eigentlich ganz ansprechend. Wir können die Helligkeit noch anpassen und mit dem Lock-Key hier oben können wir einstellen, dass wir halt die Windows-Taste nicht nutzen können. Das kann aber auch mit einem Profil gebunden sein und dann wird das einfach abgerufen, das Ganze. Ja, und ansonsten ist das Ganze sehr schön verarbeitet. Wir haben hier so eine Art, ja, ich weiß gar nicht genau, Aluminium ist es nicht, aber es ist schon ein ziemlich schweres Keyboard oder Tastatur, die sauber verarbeitet ist und schön gearbeitet ist. Das Ganze sieht sehr schön aus. Wir haben hier auch relativ flache Knöpfe. Ist ja auch die flache Modell, das flache Modell. Wir können unten ein bisschen reingucken, wodurch das Ganze nochmal ein bisschen extravaganter aussieht. Und letzten Endes ist der einzige Nachteil, den ich habe, womit eigentlich auch geworben wird, aber es ist natürlich Geschmackssache, dass das Ganze sehr empfindlich ist. Also eine kleine Taste kann schon direkt auslösen, auch wenn man nur minimal drückt. Kann Vorteil sein. Ich habe festgestellt, manchmal beim Zocken, dass ich dann aus Versehen hier auf entspannter Haltung anscheinend doch zu viel Druck schon habe und irgendwas auslöse. Aber ansonsten ein schönes, ja, Erlebnis.